Guck mal, wie einfach das früher war. Es geht um Platz und Sieg. Einladung. Hat er dich eingeladen? Mr. Germany war. 76. Das ist für mich hier. Verkehrter Name, aber ist egal. Zambitzki. Auch eine Einladung. Deutscher Kraftsportverband. Und hier aus Sport und Kraft. Zeitschrift. Ja. Uralte Zeiten her. Oh, da ist der Name aber richtig geschrieben. Ja. Oh, schöne Bilder noch von früher. Fotocontest. Gute Zeiten alles noch. Oh, guck mal hier. Aber hier war was passiert. Bei dem. Da hast du ein paar Kilo mehr gehabt, mein Lieber. Ja, das waren noch die Anfänge. Da war es noch ein Schwergewicht. Hier unten? Das sind die guten Zeiten noch, ne? Aber die guten Zeiten, hast du gesagt, die sind jetzt. Hast du gesagt. Für mich ja. Ja, letztes Jahr hast du ja gut abgeräumt. Oder? Ja, ich bin zufrieden. Für so einen älteren Mann, ne? Ja, aber können sich... Vor allem ohne meine Frau, sie begeistert sich ja auch dafür. Da ist er. Auch immer fleißig, ne? Trainiert immer schön zusammen, habe ich schon gesehen. Ja. Was kannst du so den Jüngeren mit auf den Weg geben? Also wenn der Dieter mit dem Wissen von heute nochmal 18 wäre, was würdest du dem sagen? Vorbilder suchen. Wir haben Steve Remis, der da oben auch ganz unscheinbar ist, als Vorbild. Wer ist das? Steve Remis. Der hier? Ja. Oder Mark Forrest. Mark Forrest, alles Herkules und Ursus Darsteller in den Sandalenfilmen in den 60er Jahren. Guck mal, wie einfach das früher war. Es geht um Platz und Sieg. Dieter Tubula, da haben wir ihn. Das ist der? Ja. Und mit Freunden zusammen trainieren, sich unterhalten und zusammen ein Ziel haben. Was wollen wir machen? Und wenn einer besser ist, den anderen zu sagen, du bist besser im Moment, ich mach weiter. Wollen wir mal dieses Jahr gucken, wie es dann aussieht. Genau. Ziele sich setzen. Und immer, es soll Spaß machen. Auch wenn der andere vielleicht ein Stück voraus ist. In 2 Jahren hat man ihn eingeholt. Warum? Weil er vielleicht eine Freundin gefunden hat und weniger trainiert. So ja. Ist das manchmal. Ja, das stimmt. Nee? Oder die Freundin dann sagt, oh, willst du schon wieder zum Sport? Hast gar keine Zeit für mich, ne? Aber ich muss auch die heutigen Frauen in Schutz nehmen. Wenn ich sie gesprochen habe, haben sie mir gesagt, schön, dass du siehst, dass wir regelmäßig trainieren. Dieter, je mehr wir trainieren, umso gieriger sind wir auf das nächste Training. Es macht einfach Spaß. Die Mädels von heute. Das ist fast wie eine Sucht. Das stimmt. Da konnte ich nur sagen, eine schöne Sucht. Das stimmt, absolut. Zu trainieren. Das stimmt. Und es ist auch so, je mehr man trainiert, umso zufriedener geht man wieder nach Hause. Man hat sich ausgepowert, man hat was Gutes gemacht. Und man hat gute Laune wieder zu Hause, ne? Das rettet gute Ehen.
So ist es. Genau so. Bodybuilding, wie es leibt und lebt. Was sagst du denn dazu? Ist so, oder? Das ist so. Ja. Ja, wie gesagt, ich helfe ihm für alle Jahre. Na, so gut ich kann. Das stimmt. Und mach's gerne. Diese Firma Fleischmann Film gibt's heute noch. Da bekam ich das damals mit der Post zugeschickt, da war ich 19 Jahre alt. Sie suchten einen Athleten für Aufnahmen über Bodybuilding. Und da kamen sie auf mich, weil meine Bilder damals in Sport und Kraft drin waren. Ja. Wann war das? 1966, 27.07. Ist sogar noch diesen Monat. Da war die Stimmt, da, ja. War die Welt, da war die Welt noch schwarz-weiß. Damals, da war, ne? Die Welt noch schwarz-weiß. Aber da sagte die Mutter, da gehst du dich hin nach Bayern. Filmleute, Theaterleute, Zirkusleute, Gebrauchtwarenhändler. Bleib mal lieber da, wo du jetzt bist. Und so wurde aus der Sache nichts. Denn damals, mit 19, konnte man nichts über sich selbst bestimmen. Erst mit 21. Ah. Also ist die Sache so vorbeigegangen. Bereust du es heute? Man hat sein Leben gelebt. Ja. Wenn, aber und vielleicht, was kommt, das kommt. Vieles kann man steuern, vieles eben nicht. Absolut, das stimmt. Wenig später hat man dann nachgelassen im Training. Mal die Freundin, wie gesagt, mal die andere. Und heute? Heute die Freundin, oder? Seit 1977. Siehst du, aber die Freundin bleibt, oder? Die bleibt wohl. Die Liebe ist geblieben. Bis ins hohe Alter. Zum Sport oder? Im Sport. Zur Frau. Auch zur Frau. Meistens schlafen die älteren Ehepaare schlafen getrennt, weil ja, der Mann schnarcht. Ja, getrennt. Seit 85, wo der Mark geboren ist, da haben wir in Hersen noch gewohnt. Und er noch schlafen musste. Ja. Weil der Dieter schnarcht. Donnerwetter, deswegen, das hier kann ich ja machen, was ich so gerne will. Ja, drüben darfst du es nicht, ne? Nee, das würde, wenn Besuch kommt, das. Hier kommt kein Besuch rein. Norbert Albrecht. Guter Athlet gewesen, oder? Top. Guck mal. Das sind so die Vorbilder. Die muss man haben. Mhm. Ja, da ist der Ehrenpreis. Ja. Ja. Schön. Hart erarbeitet, ne? Über. Reinhard Lichtenberg. Das war früher, sah nie anders aus wie heute, ne? Hier siehst du die Meisterschaft. Unten Smolana, Lichtenberg, Lichtenberg Junior ist der Schirm. Du machst die Posen so, wie die es früher gemacht hatten, ne? Machst ja, du gerne. Ja, nee, mach. Weil das kann nichts anderes. Hier, das ist vielleicht noch interessant, haben wir mal versucht, ein Sportgerät zu verkaufen. Ja, man muss dazu sehen, vielleicht kann man da mal auch etwas am Sport auch verdienen. Aber es ist nicht so einfach. Heute ist es einfacher, heute gibt es mehr Möglichkeiten, ne? Musst du heute in die Branche nochmal einsteigen. Das waren so die Anfänge, wo ich anfing, so diese Bilder. Die sind so schlecht und meine Frau hat die einfach irgendwo aus dem Album rausgeholt. Ich sage, wie kannst du die schlechtesten Bilder nehmen? Aber ist egal. Ja, ist eine Erinnerung. Und da war jemand, der war Gewichtheber. Und er sagt, komm mal mit, Dieter. Da sind wir zu einer stillgelegten Zeche gegangen. Und da in der Halle war eine Turnhalle drin. Und er hat dann an den Ringen geturnt und ich habe Bankdrücken gemacht mit diesen Knochenhanteln. Ah, cool.
So ging's los. Weil man stärker werden wollte. Nicht, weil man zu schwer war, zu stark, sondern weil man eigentlich zu Spinnewippchen war. Deswegen machte man Bodybuilding, um überhaupt Mann zu werden. Heute ist es umgekehrt bei vielen. Die sind kräftig, stark und machen dann Bodybuilding. Sehen natürlich dementsprechend auch anders aus. Ja. Was bei mir geblieben ist, ist eine gewisse Schlankheit, die damals war und immer noch da. Nur die Form hat sich geändert. Deswegen sind wir beide verschieden. Genau. Damals war man froh, wenn man einen halben Liter Milch kaufen konnte. Für Energie hat man einfach Traubenzucker genommen. Mhm. Vitamin B12 und die ganzen... Nahrungsergänzungen, das gab es nicht in der Art. Gab es schon, aber wo? In der Drogerie war es schweineteuer. Das ist es. Was heute so einfach ist zu besorgen, war damals unmöglich. Dementsprechend auch die Leistung. Und wie hast du das damals geschafft, auf dieses Level zu kommen? Wie damals in den 60er, um überhaupt Mann zu werden, Anführungszeichen? Ja, durch das Training. Ja. Und von der Ernährung her, wie bist du da vorgegangen? Normal. Ganz normal gegessen? Ganz normal gegessen. Ein bisschen mehr. Der Appetit war ja auch als junger Mensch da mit der Zeit und das Training. Hauptsächlich war es ja damals mit dem Expander zu trainieren. Ja, hast du ja heute noch. Habe ich heute noch. Was anderes gab es mit Gummibänder, gab es noch gar nicht. Diese Gummibänder. Das ist ein Hype aus der heutigen Zeit, mehr oder weniger auch, ne? Man ist im Schrebergarten gegangen, hat mit Kollegen trainiert. Und ging dann über dem Zaun beim Nachbarn um die Tomaten, die er hatte, zu mopsen. Und er war vollkommen davon überzeugt, die geben Kraft. Die bauen dich richtig auf. So war das. Und es gab natürlich auch schon damals Lästerer. Ja. Auch in der Firma. Wie heute. Ja, ihr Bekloppten mit euren Muskeln, mit dem Training. Das kenne ich. Das ist doch alles Mist. Warum macht er das denn? Ihr solltet doch was schämen, das ist doch scheiße. Und es gab ja damals die Sandalenfilme. Wie gesagt, 60er Jahre. Mark Forrest mitgespielt hat. Wenn das angesagt war, sind wir natürlich in die Vorstellung gegangen. Und gerade diese Leute saßen genau vorne wie wir und haben sich diese Filme angeguckt. Und fanden das auch toll. Fand das super toll. Aber der Weg dahin, den fanden sie nicht so toll. Eben. Und das hat damals schon die Spreu vom Weizen getrennt. So ist es. Wenn du dir halt andere ansiehst, die so 73, 74 Jahre alt sind, die haben ja bei Weitem nicht die Muskelqualität auch, sag ich mal, so diese Gesundheit und den Lifestyle, den du halt an den Tag legst, ne? Das ist... Das war auch in der Familie verbündet. Fußball im Ruhrgebiet A und O. Was du da machst, kann ja nur Mist sein. Ne? Ja, ungesund. Guck dich mal an. Und deine Esserei, ne? Ich kenne das. Und, ich kenne das alles. Mein Schwager zum Beispiel, der... Wenn wir mal so eine Familien-Ostern, so eine Familienzusammenkunft, ja, da muss ich jetzt erzählen. Da geht der Liter auf ein 10-Meter-Brett, immer langsam hochspannt, die Muskeln an, alle Frauen gucken. Da geht er bis oben hin. Und kurz vorm Sprung noch einmal eine Pose, dreht sich um und geht wieder runter. Das sind die richtigen. Wenn du da oben bist, da musst du auch schon springen. Bist du gesprungen, ne? Aber gepostet. An sowas kann man sich natürlich belustigen. Ja. Ne? Und das Schöne ist, das war ein riesengroßes Freibad. Da hat man tatsächlich damals Leute gedruckt, die auch trainiert haben. Ja. Die auch gut aussahen.
Und da kann ich mich erinnern, dass wir zu sechst nebeneinander gepostet haben. Im Schwimmbad? Leider, ja, im Schwimmbad. Gibt leider keine Fotos davon. Auf dem Arbeitsplatz waren im Laufe der Jahre, wo man da gearbeitet hat, verschiedene Muskelmänner aufgekreuzt. Da war einmal der, wo ich vorhin erzählt habe, der Gewichtheben gemacht hat. Sein Name, Vorname Eberhard. Ungefähr deine Statur, 47er Arm. Auch dein Gewicht. Haut hin. Ne? 47er Arm. Der war für die anderen, die da gearbeitet haben, der große Herkules. Zu meiner Person, kleiner, schwächer, der kleine Herkules. Und dann war da jemand, der war Betriebsschlosser, um die 22 Jahre, Ernst, der Ernst. Nie trainiert. Muskeln wie ein Adonis. Breitschultrig. Kinetisch gut veranlagt. Hartes Gesicht. Top trainiert, hat nie trainiert, aber top. Kraft, jede Menge. Der hat die Lehrlinge in der Umkleide, wenn er Lust hat, auf seine Schultern genommen, hat sie oben auf die Spinde gestellt, hingelegt und gesagt, solange wie ich hier bin, kommt da keiner runter. Wer, wenn, dann. Die blieben, bis er sich umgezogen hat, geduscht hat, und die Tür zugemacht, dann sind sie runtergegangen. Ich habe damals immer überlegt, wann kommt der zu mir? Ich war ja auch klein. Wann kommt der zu mir, setzt mich da oben drauf, dein ganzer Ruf ist für Jahre ruiniert. Ja. Er hat es nicht gemacht. Gott sei Dank. Wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, der steht sich mit dem Eberhard gut, mit dem Gewichtheber. Und da weiß ich nicht, wie, der hat ja auch Kraft, da weiß ich nicht genau. Könnte daran gelegen haben. Aber wie bist du dann zu den Wettkämpfen gekommen? Wann ging das los? Das war beim Günter Lüneberger, der hatte in Gelsenkirchen einer der ersten Studios aufgemacht, wenn nicht das erste. Da waren zwei Brüder, Dieter und Günther. Alle beide waren Kraftmenschen. Auch sehr groß, sehr schwer. Der Dieter war nicht so für Meisterschaften. Und der Günther schon mehr. Der wurde Dritter bei den Kraftmeisterschaften im Bodybuilding, wie Kreuzheben. Also so Kraft-Dreikampf. Ne? Kraft-Dreikampf, guter Dritter, war ja auch bullig gebaut. Und der machte auch das erste Studio auf, hat sich voll im Sport reingekniet. Den Sport verschwört sozusagen. Ja, ne? Und der fuhr auch nach Essen, damals war der Busek ja da im Büro, der Schwarzenegger ist auch gekommen und der Lüdeburger ist da hingefahren, hat seine Eiweiße da geholt, hat den Schwarzenegger gesprochen, den Busek. Damals war noch der Peter Fasching, der ist nachher unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, wurde nie ganz... Und der Günther hat sich für den bestgebauten Athleten angemeldet. So nannte Busek. Sich das damals, ne? Ja. Und sagt, da brauche ich einen Trainingspartner und da bist du mir gerade richtig. Andere haben gesagt, trainiere nicht mit dem Günther, der trainiert dich kaputt. Nun, er war zufrieden, wenn er 16 Wiederholungen gemacht und ich nur 8. Ist gut. Dann für seine Motivation war das okay. Aber du hast ja auch davon profitiert. Genau. Und da sagt er, dann kommst du
Da hat er 1974 bei der Wahl des bestgebauten Athleten in Duisburg. Die Meisterschaft ist nicht zu googeln, warum auch immer. Den dritten gemacht. Erster Uwe Brink, Mr. Europa. Zweiter Hans Baus. Dritter Günter Lüneberger. Vierter George Hendricks, Mr. Europa und Mr. Germany. Später, ein Jahr später. Also muss er ganz gut gewesen sein, der Lüneberger. Aber das war jetzt nicht dein Mentor, oder? Oder im weitesten Sinne schon? Ja, kann man so sehen. Ne? Trainingspartner eigentlich. Ja. Kollege. Kollege, Freund. Ja. Ne? Jetzt, das war jetzt 74 und 75, sind wir dann nach Frankfurt. Ich weiß nicht den Vornamen, ne? Ein Herrn Dombrowski hat in Frankfurt die Wahl des bestgebauten Athleten veranstaltet. Da machte dann mein Freund Günther in seiner Klasse, in die große Klasse, den fünften. Und ich in meiner Klasse war nur zwei. Den achten. Erste Meisterschaft. Es waren aber nur zwei Plätze zwischen 5 und 8. Ah, okay. Den dritten Platz habe ich ja schon. Also er macht 5. Mhm. Wenn man überlegt, dass ein Hubert Metz kenne ich, bei einer Meisterschaft ein Jahr davor den sechsten macht und Lüneburger den siebten, dann kann man sehen, dass das schon die Creme war damals. Und für die allererste Meisterschaft einen achten Platz? Absolut gut. Absolut gut. Warst du letztes Jahr von der Form her besser wie damals? Ich glaube, ich bin heute besser wie damals. Viel besser. Warum? Trotz des höheren Alters, ne? Ja, warum? 75 ist meine Mutter 74. ganz plötzlich 74 verstorben und mein Vater wurde auch krank, ist dann ausgezogen, da war ich alleine und das hat einen ziemlich niedergerissen. Also die Umstände haben nicht gepasst? Die Umstände waren ungünstig und da waren die Möbel noch da von der Mutter. Aber sie war nicht da, der Vater war nicht da, war alleine da. Da musste sich was ändern. Vom Kopf her auch. Da musste sich eigentlich zukunftsmäßig was ändern. Es musste ein kompletter Cut gemacht werden. Da musste, und irgendwo neu anfangen quasi. Die Mädchen, die ich damals hatte, die waren jung. Das Alte darf man gar nicht sagen, da kommt man in ein Gefängnis. Heute, damals nicht. Jetzt sind sie ja noch Brüder. das haut nicht hin. Es musste ich, also altersmäßig müsste das passen. Unter meiner Wohnung, eine Dachwohnung, da wohnte der Hausverwalter. Der ist erst seit einem halben Jahr da eingezogen. Vorher war ein anderer Hausverwalter. Der hat mir mit meinem Auto waschen auf den Hof und so Schwierigkeiten gemacht. Es war ein... Da sind wir gleich miteinander angeeckt. Er hatte eine Sperre einbauen lassen, dass ich mit dem Auto nicht mehr auf den Hof kann. Also er war... Seine Frau schellte dann mal an und sagt, Herr Zembritzky, Sie sind der Einzige im Haus, der ein Auto hat. Da kann ich doch nichts dafür. Wir wollen nach dem Verwandten fahren. Irgendwo da hinten hin. Am Rhein. Ob ich sie dahin fahren würde. Fahren wir abends wieder zurück. Ja, sag ich, wann soll das denn sein? 3-4 Wochen. Ja, natürlich, mach ich. Wer weiß, was in 3 Wochen ist. Ja, ja. Wie es so ist, man war ja auch früher öfters erkältet durch das Training. Und da hat es mich mal wieder richtig erwischt, ich war krank, es schellt. Und sie meldet sich an, heute ist der Tag zum Fahren.
Ach, toll, die Nase lief. Ne? Sauwetter draußen. Januar. Schlechtes Wetter. Winter. Schlechtes Wetter. Januar 77. Und überhaupt keine Motivation, wer weiß, wohin zu fahren. Mit meinem kleinen Käfer. Mit dem man sowieso froh war, dass es überhaupt funktionierte. Und dann sagt sie eine Stunde später, bei diesem Wetter, wir lassen es. Ach, wunderbar. Eine Stunde später, wieder. Wir fahren doch. Und so sind wir halt losgefahren und unterwegs hieß es dann, da wo wir eigentlich hin wollten, wollen wir jetzt nicht. Wir fahren einfach nach Duisburg zur Martha. Die besuchen wir. Und wir haben dann die Martha besucht, die ich ja natürlich nicht kannte. Und irgendwie war die Ursel die Tochter von der Martha. Und dann habe ich so gesehen, kochen, putzen. Wäre doch nicht schlecht, du suchst doch etwas. Dann habe ich ihr ein Angebot gemacht, was sie abgelehnt hat. Oh, du wolltest die nicht haben. Am Anfang und nicht. 14 Tage später schellt es auf den Samstag, war immer noch krank oder schlecht zurecht. Und da sagte die Hausverwalterfrau, Ursel ist da, wolltest nicht runterkommen. Das war meine Tante. Der Hausverwalter war der Bruder von meiner Mutter. Ah. Onkel Franz. So bin ich dann runter. Glücklicherweise hatte ich noch eine Flasche Whisky, die habe ich mitgenommen. Und ich will ja nichts sagen, aber die Verwandten, sie kamen aus Polen. Sliwowitz waren sie gewohnt, nur ich nicht. Ich war in einer Stunde blau. Und so gut wie verheiratet. Nach der Stunde? Ja. Januar also. Kennengelernt, ab 3 Monate später im April geheiratet. Das muss nichts heißen, ne? Also das kann auch halten, selbst wenn man sich da schnell entscheidet, ne, oder? Genau. Ich ja, hab, bis jetzt 43 ich hab Jahre. Gesagt, was suchst du? Mhm. Und da ist es, wenn du noch lange suchst, man weiß, was du findest. Ich habe ja lange gesucht, war ja alles nichts. Mhm. In der heutigen Zeit läuft das anders, ne? Und es wurde gewarnt. Überleg dir, Ursel, der ist schon 30. Ein alter Junggeselle. Den noch zum Gewöhnen bringen, das ist schwer. Aber du warst, wie alt warst du? 24. Das ist ja aber nicht so ein großer Unterschied, oder? Ja, und, ja, damals war ich 1,5 Jahre verlobt. Dann habe ich den anderen eine Stunde vor der standesamtlichen Trauung gesagt, ich heirate ihn nicht. Das ist vorher gewesen. Ja. Und dann dich? Und dann ihn nach 3 Monaten. Muskeln waren natürlich kein Thema damals. Die Liebe ist geblieben. Bis ins hohe Alter. Zum Sport oder? Im Sport. Zur Frau. Auch zur Frau. Du musst ein anderes Hemd anziehen. Ich ne? Nö, ich sehe nicht so gut aus wie du. Kann mir das nicht erlauben mit dem Schall. Aber du siehst gut aus so. Ich hätte dich doch schon gerne dabei. Denn du bist ja mein Freund. Aber. Kriegst du uns beide drauf? Ja. Ich bin wesentlich kleiner. Naja, geht. Okay. Wie viel wiegst du? 106. Ich hab knapp 76 Kilo. Und sag es zu meiner Frau. Ich muss unbedingt atmen. Also diese Masse, dass wir Masse haben, und das ist schwer. Masse und Qualität gleichzeitig, ne? Das ist schwer. Das schaffe ich. Brauchst du aber nicht. Ja, nicht mal nur. Es geht nur wirklich runter. Aber und da sind jetzt zwei verschiedene Typen. Komplett. Siehst du dich? Was soll man ein bisschen zusammen machen, ne? Ich mach das. Mach deine Doppelbizepspose. Siehst du? Sollen wir anfangen jetzt? Ja, ich bin dran.
aber deine, du hast manchmal die kriegt dich. Du hast, guck mal, was du für eine Brustteilung hast, das ist ich, ne? Weil da ist deine deutlich besser. Aber du bist viel Musik.